Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen bei unserer Sitzung heute. Ich freue mich, dass wir einen spannenden Gast haben und ich übergebe jetzt gleich an meinen Mitarbeiter Tim Rosenbohm. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Tim Rosenbohm und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Herrn Grünberger. Und ich freue mich, den heutigen Gast, Dr. Martin Stiele, kurz vorstellen zu dürfen und damit auch nochmal recht herzlich zu begrüßen. Zu Dr. Martin Stiele. Seinem Jurastudium in Bayreuth und Wien folgte ein LLM an der Berkeley School of Law. 2014 wurde er Attorney at Law im US-Bundesstaat New York. Sein Referendariat absolvierte er im OLG-Bezirk München. Er war Stipendiat beim DFG-Graduiertenkolleg Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit an der Uni Bayreuth, dessen, und das meine ich jetzt positiv, Überbleibsel die Forschungsstelle für geistiges Eigentum ist. Außerdem war er Research Assistant am Berkeley Center for Law and Technology. 2017 folgte die Promotion an der MU München bei Ansgar Ohly, an dessen Lehrstuhl Martin Stierde seit 2014 arbeitet. Der Titel seiner Dissertation lautet Das nicht praktizierte Patent. Und eine Kernthese der Dissertation ist, dass es eine Praktizierungsobliegenheit für ein Patent gibt. Und um diese auf Rechtsdurchsetzungsebene zu verankern, hat Martin Stierle vorgeschlagen, den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch in § 139 Absatz 1, um den Einwand unzulässiger Rechtsausübung zu ergänzen und zu dieser Art von Rekontextualisierung eines subjektiven Rechts, auch im Hinblick auf den aktuellen Regierungsentwurf, wird Martin Stierle nur seinen Impulsvortrag halten. Lieber Herr Professor Grünberger, lieber Herr Rosenbohm, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser sehr tollen Veranstaltung am heutigen Abend. Wie bereits angeklungen ist, habe ich selbst in Bayreuth studiert, auch den Anfang und die Mittelphase meiner Promotionszeit noch dort verbracht. Ich komme sehr gerne nach Bayreuth zurück. Ich wäre natürlich viel lieber an die RW-Fakultät heute in Präsenz gekommen. Das geht nun mal nicht, aber wir müssen ebenso per Zoom miteinander vorlieb nehmen. Die Rekontextualisierung subjektiver Rechte steht heute im Raum. Wir nehmen das Beispiel des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Herr Rosenbaum hat schon erwähnt, ich habe auch in diesem Bereich promoviert und auch ein paar Aufsätze dazu veröffentlicht. Insofern bietet sich das Thema heute Abend an. Viele von Ihnen wissen vermutlich, dass das Patentrecht in den letzten 15 Jahren in einer sehr intensiven, sehr kontroversen Diskussion verhaftet ist, über die Frage, ob der patentrechtliche Unterlassungsanspruch in Einzelfällen einer Beschränkung bedarf. Damit wollen wir uns heute Abend befassen. Professor Grünberger bat mich, einen Impulsvortrag heute Abend zu halten. Ich will das relativ wörtlich nehmen tatsächlich und Ihnen nur in diesem Vortrag die grundsätzliche Stoßrichtung der Diskussion aufzeigen, den Hintergrund der Diskussion und auf die Einzelfragen der Implementierbarkeit eines solchen Verhältnismäßigkeitsvorbehalts bzw. einer solchen Beschränkungsmöglichkeit können wir dann gerne im Rahmen der Diskussion eingehen. Die aktuelle Diskussion im Patentrecht, die hat tatsächlich ihren Kulminationspunkt aktuell im Jahr 2020. Wir werden später sehen, dass es verschiedene Entwürfe des Bundesministeriums der Justiz für eine Reform des § 139 gab in diesem Jahr, einen Diskussionsentwurf im Januar, einen Referentenentwurf, ich meine im September und den Regierungsentwurf vor 3 Wochen. Kommen wir aber zunächst mal zurück auf die Frage der Rekontextualisierung von Rechten. Und wenn wir Rechte rekontextualisieren wollen, dann erscheint mir fast zwingend notwendig, in 2 Schritten vorzugehen. Wir müssen uns zunächst einmal das Recht anschauen und in einem zweiten Schritt werden wir uns dann den Kontext anschauen, in dem dieses Recht eingebettet ist. Und daher würde ich Sie bitten, zunächst mal den Blick etwas auf § 139 Absatz 1, Satz 1 des Patentgesetzes zu richten. Ich habe Ihnen die Norm hier gar nicht abgedruckt, weil sie eigentlich relativ schnell beschrieben ist. § 139 Absatz 1 Satz 1 Patentgesetz hat genau 2 Voraussetzungen. Er erfordert zum einen eine Patentverletzung und zum anderen eine Wiederholungsgefahr, wobei die Wiederholungsgefahr nach ständiger Rechtsprechung durch die Patentverletzung indiziert ist. Also sie wird vermutet, wenn eine solche Patentverletzung stattgefunden hat. Und das führt mich zu einer, wie soll ich sagen, zu einem leicht vereinfachten Schaubild, nämlich dem Quasi-Automatismus, dem § 139 Absatz 1 Satz 1 Patentgesetz unterliegt. Auf eine Patentverletzung folgt quasi automatisch ein Unterlassungsanspruch. Und das ist nicht nur dem Wortlaut des § 139 Absatz 1 Satz 1 Patentgesetz geschuldet und spiegelt diesen wider,
sondern es spiegelt auch die Rechtsprechungspraxis wider, die wir in Deutschland kennen, wenn wir mal von Fällen absehen, die eine besondere kartellrechtliche Konnotation aufweisen. Also, wenn ich als Patentinhaber im Rahmen einer Patentverletzung vor das Patentverletzungsgericht ziehe, bekomme ich im Regelfall einen Unterlassungsanspruch, sofern das Patent natürlich nicht zwischenzeitlich für nichtig erklärt worden ist. Es stellt sich nun die Frage nach der Rechtfertigung dieses Automatismus. Und diese Rechtfertigungsfrage stellt sich ganz besonders vor dem Hintergrund eines Kontextwandels. Ich habe Ihnen das hier versucht, so ein bisschen zu skizzieren. Das ist sicher nicht abschließend. Es soll nur einige der Aspekte hervorheben, die aktuell diskutiert werden und zu dieser Debatte beitragen. Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren einen Kontextwandel sowohl im Bereich Technik als auch Ökonomie sowie auch im Bereich des Rechts selbst. In der Technik ist es so, dass Innovation noch viel stärker sequenziell geprägt ist, als dies im Bereich, wie soll ich sagen, vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts war erste Recht 1877, als das erste deutsche einheitliche Patentgesetz erlassen worden ist. Das heißt, Innovation baut aufeinander auf. Wir haben sehr wenige Innovationen, die so dastehen kann, ohne dass vorhandene Erfindungen genutzt werden bei der Implementierung. Das führt auch zu großen Patentdickichten. Also wir haben sehr viele Erfindungen, die sehr nah beieinander liegen. Wir haben Schutzrechte, die sehr nah beieinander liegen, sich zum Teil überlappen im Äquivalenzbereich. Das sind Gegebenheiten, die dieses aktuelle Ökosystem, wenn man das so bezeichnen will, das technologische Ökosystem prägen. Dritter Aspekt, den ich Ihnen hier aufgeführt habe, ist Standardisierung. Ein ganz wichtiger Aspekt, der insbesondere in den letzten 20, 25 Jahren hochkam. Denken Sie an Ihr Smartphone. Wenn Sie mit dem Smartphone des Herstellers A nicht das Smartphone des Herstellers B anrufen können, dann hilft Ihnen auch die beste Kamera nichts mehr. Also für technischen Fortschritt bedarf es eben auch sogenannter Netzwerkeffekte heutzutage. Ein zweites Feld ist die Ökonomie. Auch hier kam es zu einem Kontextwandel. Wenn wir uns den gewerblichen Rechtsschutz anschauen, ich gehe wieder zurück auf 1877, als das Patentgesetz erlassen worden ist, aber wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen. Es reicht auch das 20. Jahrhundert. Gewerblicher Rechtsschutz wurde lange Zeit über weite Strecken als ein Mittel verstanden, das eigene Produkt zu schützen, als ein Mittel verstanden, die eigene Marktposition zu schützen. Heutzutage ist es so, dass das sogenannte IP-Management einen besonderen eigenen Anwendungsbereich hat. Es steht alleine da. Patente werden verstanden als eine Art Wertpapiere, die gekauft werden können, die verkauft werden können, die auch unabhängig von eigenen Produkten durchgesetzt werden können. Also dieses Bewusstsein von IP als Wertgegenstand hat auch sehr stark diesen Kontextwandel mit herbeigeführt. Auch die Innovationsökonomie hat sich verändert. Die Innovationsökonomie schaut viel stärker auf statische Ineffizienzen, die eventuell durch monopolartige Ausschließlichkeitsrechte entstehen. Wird nicht so stark mehr in diesem, ich nenne es Rechtfertigungsnarrativ des Ausschließlichkeitsrechts verhaftet, also dem Narrativ, das uns sagt, naja, wenn wir Ausschließlichkeiten schaffen, dann führen wir zu technischem Fortschritt durch dynamische Ineffizienz. Dieses Rechtfertigungsnarrativ wird in Frage gestellt in der Innovationsökonomie heutzutage, viel stärker, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und ein drittes Feld, das ganz wichtig ist und meiner Ansicht nach häufig übersehen wird in diesem Kontextwandel, ist das Recht. Auch das Recht hat sich gewandelt in den letzten 20 Jahren. Meiner Ansicht nach hat der Rechtsvergleich auch in der Rechtspraxis deutlich stärker an Bedeutung gewonnen. Recht schaut auch auf anderes Recht. Also das deutsche Patentsystem schaut auch auf andere Patentsysteme deutlich mehr, als dies noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Wir schauen in die USA, wir stellen dort fest, dass der Supreme Court dort entschieden hat, es gibt keinen Automatismus bei der Unterlassung. Wir schauen auch in das Vereinigte Königreich, wo es auch keinen quasi Automatismus gibt. Und das ist doch sehr stark ins Bewusstsein auch des deutschen Patentrechts gerückt. In der Lehre stellen wir fest, dass es eine Tendenz gibt, Rechte rückzubinden an ihre Funktion. Also wir fragen uns viel stärker, naja, ist diese Ausübung des Rechts im Einzelfall noch tatsächlich von der Funktion des Rechts erfasst? Und auch das führt zu einem Kontextwandel auf rechtlicher Ebene. Und als dritten Punkt habe ich Ihnen aufgeführt, Verhältnismäßigkeit, Grundrechte. Was will ich damit sagen? Auch privatrechtliche Auseinandersetzungen werden aus meiner Perspektive viel stärker nun vor dem Hintergrund von Aufeinandertreffen von Grundrechtspositionen begriffen. Ich glaube, das wird sehr deutlich an der Rechtsprechung des EuGHs im Bereich des Urheberrechts. Das ist sicher auch, wird auch sicher deutlich in anderen Bereichen des Privatrechts. Also auch hier ist es so, dass wir vielleicht einen stärkeren Flexibilisierungsansatz haben im Bereich des rechtlichen Kontextes. So,
was passiert mit diesem Kontextwandel? Dieser Kontextwandel steht in einem Spannungsverhältnis zu dem Quasi-Automatismus, den ich Ihnen am Anfang dargestellt habe. Der Quasi-Automatismus wird in Zweifel gezogen durch diesen Kontextwandel. Wir müssen uns die Frage stellen, ist das noch richtig, dass es quasi automatisch Unterlassungsansprüche gibt? Und diese Spannung wird an vier Problemkreisen sehr deutlich. Der erste Problemkreis sind standardessentielle Patente. Standardessentielle Patente, denken Sie wieder an das Smartphone, das ich vorhin erwähnt habe, in einem solchen Fall, in dem technischer Fortschritt auf Standards angewiesen ist. Also wir brauchen solche Netzwerkeffekte, wir brauchen Standards, um technischen Fortschritt zu generieren, um Smartphones herzustellen, stellt sich sehr stark die Frage und sehr dringend die Frage, ob denn ein einzelnes Patent auf diesen Standard tatsächlich ein Produkt verbieten kann, das diesen Standard implementiert. Kann der einzelne Patentinhaber eventuell den Zugang, die Teilhabe an diesen Standard verbieten? Das ist eine Fallgruppe, ein Problemkreis, der bereits sehr früh durch die Rechtsprechung adressiert worden ist. BGH Orange Book Standard 2009, Huawei die Entscheidung vom EuGH und jetzt auch zuletzt die Entscheidung Friend Einwand. Also vielleicht gar nicht mehr ganz so problematisch. Hier hat der Kontextwandel tatsächlich auch schon Auswirkungen gehabt. Zweiter Problemkreis, komplexe Produkte. Stellen Sie sich ein Kfz, ein Pkw vor, das Hunderttausende an verschiedenen Schutzrechten implementiert. Hier stellt sich die Frage, kann ein einzelnes Verletzungspatent tatsächlich dazu führen, dass zumindest zeitweise dieser Pkw, der Hunderttausende an Schutzrechte implementiert, aufgrund einer Patentverletzung nicht mehr vertrieben werden kann, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Also Problem komplexer Produkte, das eben durch den Aspekt der sequentiellen Innovation besonders hervortritt. Der BGH hat diesen Problemkreis adressiert in der prominenten Entscheidung Wärmetauscher. Kennen Sie sicher auch durch Ihre Ausbildung die Entscheidung Wärmetauscher, in dem es um so eine Art Nackenheizung ging im Cabrio, die hinten angebracht sind und den Nacken beim Offenfahren wärmen soll. Der BGH hat hier gesagt, im Einzelfall kann es hier zu einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs kommen unter Verhältnismäßigkeitsaspekten. Allerdings hat er die Voraussetzung hierfür sehr hoch gesetzt und hat gesagt, naja, es geht nur eine Art Aufbrauchsfrist. Also Aufbrauchsfrist bedeutet, dass der Unterlassungsanspruch zeitlich beschränkt wird, am Anfang zeitlich beschränkt wird. Das heißt, 6, 8 Wochen entfaltet das Unterlassungsgebot keine Wirkung. In dem konkreten Fall hat der BGH die Aufbrauchsfrist abgelehnt und mir sind auch keine anderen instanzgerichtlichen Entscheidungen in den letzten 5 Jahren bekannt, in dem eine solche Aufbrauchsfrist oder eine sonstige Beschränkung des Unterlassungsanspruchs in diesem Problemkreis eingeräumt worden wäre. Meiner Ansicht nach ist daher das Problemfeld komplexe Produkte tatsächlich noch nicht voll adressiert worden. Der BGH hat hier zwar zu einer ersten Tendenz geführt, aber die hat keinen durchgreifenden Effekt erlangt. Dritter Problemkreis, meiner Ansicht nach gänzlich unadressiert bisher, das Problem der Drittinteressen. Es mag Fälle geben, in denen es gar nicht so sehr um die Interessen des Patentinhabers und des Patentverletzers geht, sondern es geht um Interessen von Dritten am Verletzungsgegenstand. Sehr klassisches Beispiel, LG Düsseldorf, der Fall der künstlichen Herzklappen. Sie haben eine Patientengruppe, die ist zwingend auf eine spezielle künstliche Herzklappe angewiesen. Auch die Ärzte sind auf diese künstliche Herzklappe trainiert, diese eben einzusetzen. Und diese künstliche Herzklappe verletzt allerdings ein Patent. Der Unterlassungsanspruch führt dazu, dass mit Unterlassungstenor nach § 709 vorläufige Vollstreckbarkeit diese Herzklappe vielleicht vom Markt genommen werden muss. Auch jetzt kürzlich vielleicht mit leichtem Corona-Bezug, August hatten wir eine Entscheidung vom Landgericht Düsseldorf, da ging es um Beatmungsgeräte, wo der Patentverletzer vorgebracht hat, naja, es mag jedoch ein Drittinteresse der deutschen Bevölkerung an diesen Beatmungsgeräten bestehen, die eben Verletzungsgegenstand war. Hier bislang keine Adressierung, also keine Entscheidung ist mir bekannt, in dem diese Drittinteressen berücksichtigt worden wären mir sind nur die Fälle aus England bekannt, in dem das so war. Also der High Court hat in einem solchen Fall zu einer Aufbrauchsfrist, eine Aufbrauchsfrist eingeräumt. In der Schweiz haben wir ein Parallelverfahren. Da war es so, wurden die Drittinteressen auch nicht berücksichtigt. Vierter Problemkreis, Nichtpraktizierung. In dem kommt dieses Spannungsverhältnis aus Quasi-Automatismus und Kontextwandel auch sehr gut zum Ausdruck.
stellt sich die Frage, ob ein Patentinhaber, der selbst das Patent nicht praktiziert, der kein Produkt herstellt, vertreibt, das auf der Erfindung basiert, die im Patent verkörpert wird, die gleichen Rechte haben soll wie ein Patentinhaber, der praktiziert. Stellt sich die Frage, ob derjenige auch seinen Unterlassungsanspruch in vollem Umfang und sofort geltend machen kann oder nicht. Auch hierzu gibt es bislang keine Entscheidung. Bevor wir zur Diskussion kommen wollen, will ich Ihnen zunächst natürlich noch zeigen, wie geht das BMJV mit diesen Problemkreisen um und will auf den aktuellen Regierungsentwurf zu sprechen kommen. Es gab zunächst den Diskussionsentwurf, wie gesagt, im Januar, dann im September den Referentenentwurf und nun seit 3 Wochen den Regierungsentwurf. Und dort soll ein Satz 3, dem Paragraph 139 Absatz 1 angehängt werden, der besagt, der Unterlassungsanspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls für den Verletzer oder Dritte zu einem unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. Also ein Ausschlussgrund für den Unterlassungsanspruch im Gesetz aufgenommen werden soll. Der Unterlassungsanspruch ist nach dieser Regelung soweit ausgeschlossen. Also es ist die Möglichkeit, den Unterlassungsanspruch vollständig auszuschließen, aber es ist auch die Möglichkeit vorgesehen, eben in dem Wege einer Aufbrauchsfrist nur zeitweise auszuschließen. Welche der von mir genannten Problemkreise adressiert das BMJV hier? Erstens komplexe Endprodukte. Sie sehen die besonderen Umstände des Einzelfalls für den Verletzer, der kann zu einer unverhältnismäßigen Härte führen und dann den Unterlassungsanspruch ausschließen. Das ist der Fall bei komplexen Endprodukten. Also wenn Sie sich den Kfz-Hersteller vorstellen, der hat eventuell eine nicht gerechtfertigte Härte durch ein einzelnes Schutzrecht, das verletzt worden ist und er kann sein gesamtes Kfz nicht mehr vertreiben. Was auch aufgenommen wird, ist der Aspekt der Drittinteressen, wird jetzt hier sehr deutlich im Wortlaut sogar. Dritte zu einer unverhältnismäßigen Härte führen, das ist extrem interessant, war bisher nicht aufgenommen worden im Diskussionsentwurf, kam erst in den Referentenentwurf hinein. Ich hatte das auch in einer Rezension zum Diskussionsentwurf gefordert, auch vorher in verschiedenen Aufsätzen gefordert und bin jetzt fast überrascht, dass das BMJV das aufgenommen hat. Freilich nicht wegen mir, aber es gab nicht sehr viele Stimmen, die sich da so intensiv dafür ausgesprochen haben. Auch in der Praxis habe ich jetzt keine sehr starke Lobbying-Bewegung wahrgenommen, die sich hier für die Berücksichtigung von Drittinteressen aussprach. Ich bin nach wie vor voll dafür, dass das so sein muss, auch aus einer grundrechtlichen Perspektive. Was ist nicht mit aufgenommen? Standardisierung, SEPs sind nicht mit aufgenommen. Das ist aber kein Beinbruch und ist vielleicht sogar richtig so, weil der deutsche Gesetzgeber vielleicht in eine Haftungsfalle laufen würde, wenn er hier Voraussetzungen festlegt, wann der Unterlassungsanspruch bei SEPs auszuschließen ist. Die SEP-Rechtsprechung basiert doch sehr stark auf der unionsrechtlichen Rechtsprechung des EuGHs und wenn jetzt hier zu Änderungen kommen würde, zu Weiterentwicklung kommen würde, müsste andauernd das Gesetz geändert werden. Daher ist es vielleicht gar nicht sachwidrig, diesen Problemkreis hier herauszunehmen. Auch nicht adressiert die Nichtpraktizierung, zumindest nicht unmittelbar. Allerdings stellt sich natürlich die Frage, ob die Rechtsprechung im Einzelfall bei der Verhältnismäßigkeitserwägung dann auch auf den Aspekt der Nichtpraktizierung abstellen wird, weil es hier natürlich auch um entsprechende Interessen des Verletzers gehen könnte. Bevor wir zur Diskussion kommen, will ich Ihnen nicht vorenthalten, Satz 4 und 5 dieses Regierungsentwurfs. Ich habe bereits gesagt, soweit soll der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen werden, also dauerhaft oder im Rahmen einer Aufbrauchsfrist. Was gibt es als Ersatz? Das BMJV schreibt in Satz 4, in diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Also einen Ausgleichsanspruch bei Angemessenheit für den Patentinhaber. Ich hatte gefordert, dass eigentlich das Regelausnahmeverhältnis hier umgekehrt sein müsste. Es müsste im Grundsatz eigentlich einen solchen Ausgleichsanspruch geben, wenn man von der Dogmatik des Unterlassungsanspruchs im deutschen Recht kommt, der quasi automatisch bestehen sollte und nur bei Unangemessenheit dieser Ausgleichsanspruch ausgeschlossen sein sollte. Dem ist das BMJV hier nicht gefolgt. Ich würde vermuten, dass die Rechtsprechung ähnlich wie bei der Wiederholungsgefahr im Regelfall eine Angemessenheit vermutet und Ausnahmen davon macht, wenn eben besondere Umstände bestehen.
Satz 5, der angefügt werden soll, der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt. Also macht sehr deutlich, diese Rechtsfolgendifferenzierung, die wir im Bereich des Unterlassungsanspruchs haben, die Einzelwahlbeschränkung, hat keine Auswirkung auf den Schadensersatzanspruch. Der kann nach wie vor geltend gemacht werden, da die Rechtswidrigkeit der Verletzung nicht berührt wird, auch in Zukunft nicht berührt wird. Das führt natürlich nun und wird in Zukunft sehr stark zu Diskussionen führen, was ist damit genau gemeint. Gemeint ist davon tatsächlich die Schadensersatzberechnung unangetastet. Also kann der Patentinhaber sowohl den vollen Schadensanspruch beispielsweise nach Lizenzanalogie verlangen plus den Ausgleich in Geld, oder ist damit eigentlich nur gemeint, naja, der Schadensanspruch ist im Grunde unberührt, also er bleibt im Grundsatz fortbestehen. Aber die Differenzhypothese, die kann natürlich auch einen bereits geleisteten Ausgleich berücksichtigen. Damit wäre ich auch bereits am Ende angekommen. Danke schon mal für die Aufmerksamkeit und freue mich sehr auf die Diskussion.